So, da warten Sie wieder, die Ostergemeinde. Und ich bin sicher, jemand hat wieder extra Segnungswünsche. Hallo, da sind wir, die Doskonzils, da schaffe zum Papstkleiner erst. Hallo, der Landeshauptmann von Burgenland. Der Landeshauptmann von Burgenland. Der begehrt Audienz. Und hat er seinen Bischof mitgebracht? Schiffkowitz von Eisenstadt. Der ist doch von SDS, der Schiffkowitz. Nein, der Bischof von Eisenstadt. Ich darf Sie bitten, dass Sie eine Petition unterschreiben für unseren Doskonzil Hans-Peter Thor, dass er statt der Frau Rindy Wagner einer Partei, ob man der Sozialdemokratischen Partei wird. Und was habe ich davon? Was haben Sie davon? Ja, was habe Sie ich bekommen davon? Hier diese Esterhasi-Schnitte. Osterhasi! Esterhasi, nicht Osterhasi. Das ist wirklich ganz was Feines. Ja. Unsere Fürstentorte. Nein, danke, nein. Gut, ich hab's probiert. Ja. Wenn die so eine Frau haben, dann sollen sie die Frau behalten. Der Ruf aus dem Vatikan hat mich ereilt. Geht's da rauf? Da geht's runter. Wie ihr wisst, bin ich Ärztin. Franz, pass auf. Ein Oberschenkelhalsbruch ist der Anfang vom Ende. Ist das deine Vision, Pamela? Das ist meine Vision. Da brauche ich keine Ärztin dafür zu sein. Dass ihr ein Stück des Weges mit mir hinabsteigt, das ist meine Vision. Wie weit geht's denn da noch? Alter. Meine Damen und Herren, sehen Sie hier die Zukunft Österreichs. Kanzlerin Pamela Rendi-Wagner. Noch ist nicht so weit. So, das haben wir mal aufgenommen. Also ich denke mir schon, dass die Pamela Rendi-Wagner eine gute Bundeskanzlerin wäre, wenn nur der Doskozil mit den Querschüssen aufhören würde. Das sagt ausgerechnet der, der gegen einen Feuermann quer geschossen hat. Ne? Das war voll gemein. Der Feuermann hat gegen mich geschossen. Ja, so ist das eben in der SPÖ. Als wir seinerzeit unterlagen, dem Kurt Waldheim mit unserem Dr. Kurt Steirer, könnt ihr euch erinnern daran? Du hast gewusst, dass der Arzt war? Selbstverständlich, ja. Und es war ein Burgenländer, dem ich nachfolgte als Bundeskanzler. Und nun folgt ein Burgenländer dir möglicherweise. Doskozil, ja. Entschuldigung, eine Frage, Thema Doskozil. Da gehen wir lieber zusammen, Viktor. Natürlich gehen wir da gemeinsam zusammen. Ja, ich mische mich nicht ein in die aktuellen Angelegenheiten der internen Partei, seit ich seinerzeit zurücktrat. Bäm, ich hab's immer schon gewusst, dass bei uns zwei es knistert, gell? Das gefällt mir Nein, schon sehr. Da täuscht du dich, da brauche ich kein EKG zu machen. Weißt du was? In Südamerika, da habe ich so eine Hasse, da bist du mal ausschauen. Weißt du was? Können, ich habe für dich so ein Desinteresse. Ja, da, und ich habe noch eine Warnung. Hüte dich vor alten Männern, die da ungefragt irgendwelche Ratschläge geben wollen. Ja, Lucas Talking. Oh, das freut mich so lieb. Ja, genau. Ja, also ich glaube, der Doskozil, hoffentlich sieht ein, dass seine Frau die richtige ist. Ja, du bist die Nummer eins. Du spielst die erste Geige, ja, sagst du den Leuten. Entschuldigung, ich spiele jetzt Ihre Geige. Das ist ein Cello. Ach so, Verzeihung. Dann spiele ich Ihre Geige. Bitte übergeben Sie. Was? Übergeben? Soll ich mir Ja, das ist zum Kotzen. Mit der Rendi-Wagner haben wir null Chance, dass wir Erster werden mit den Roden. Ne? Jetzt hole ich mir doch der Papst wie unbedingt der Frau. Vielleicht wollen Sie das werden. Ne? Brauchen Sie nur zur SPÖ wechseln, dann ging das schon. Entschuldigung, Herr Doskozil, geht's Ihnen noch gut? Sind Sie deppert worden? Hallo. Nicht mit dem Finger auf den Kieberer zeigen. Ja, das ist gefährlich. Also, Gespräch beendet. Verstanden? Maschek, meine Damen und Herren, das ist vom Mimo. Ja, das war er jetzt, der Maschek-Beitrag dieser Woche. Die einen sagen, das war super, die anderen Schaß. So ist es halt. Wie beim Fußball, man kann es nicht allen recht machen. Aber Sie können abonnieren. Jede Woche gibt es dann ein neues Video. Glocke aktivieren, auch nie verkehrt. Kommentar da lassen, liken. Bis zur nächsten Woche.